herzlich willkommen beim Barrel Club. Heute haben wir mal was anderes. Heute gibt es keinen Whisky, heute gibt es Gin. Und zwar Bulldog Dry Gin. Back in Black. Back in Black. Ja. Ja. Wurden vorprogrammiert und los geht's. Ja, starten wir das Ganze doch mal. Schauen wir uns zum ersten Mal die Flasche an. Ich mag es immer, die Flasche erstmal zu beäugen. Ich will mal sagen, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Sie ist schwarz und es steht einfach Bulldog drauf. Wirklich short and to the point. Was ich geil finde, hier dieses nachempfundene, wie soll ich das sagen, Hundeband. Nietenband. Ja, wie man es so kennt aus dem Film von einem Bulldog-Hund. Mhm. Finde ich ziemlich geil. Ja, geile Flasche. Deswegen ganz kurze Background-Info zum Gin. Gin wird als mit Grundlage, wie jeder Whisky oder Weinbrand auch, mit einem kohlenhydrathaltigen Grundbasis-Substrat hergestellt. Zudem, das sind bei Gin meistens Melasse oder auch eine Getreideform, was halt beim Whisky der Geschmack durch das Fass ist, oder auch mal bei manchen Moonshines Honey, ist beim Gin definitiv die Gewürzmischung. Bei den meisten Gins ist es die Grundbasis immer entweder Koriander oder Wacholder, genau. Bei manchen Sorten wird es während dem Destillationsprozess schon hinzugefügt, bei manchen erst später. Und die ganzen Gin-Sorten unterscheiden sich meistens immer durch ihre Gewürzmischung, was man da rausschmeckt. Man trinkt ja eigentlich ja fast immer mit Tonic Water. Wir machen das aber heute ganz besonders. Deswegen, ich mache mal hier den Blick frei auf die Gläser. Wir tasten erstmal wirklich pur. Was sich ja eigentlich ja so nicht gehört, aber das ist halt für den Geschmack für uns ein bisschen besser, um das rauszuschmecken als mit dem Tonic Water. Und dann mixen wir uns noch ein in die Gläser. So, deswegen, Erik, ist jetzt dein Turn. Mein Turn ist es jetzt erstmal einzugießen, das gute Stück zu probieren. Ich finde es voll gut gemacht, obwohl es hier so breit ist, dass der Auslass dann voll schmal ist. Das finde ich echt ziemlich cool gelöst. Cool gelöst ist der vor allem in Alkohol aus Norfolk Weizen. 12 Botanicals drin, unter anderem und vor allem Wacholder. Dragon Eye ist drin, das ist sowas ähnliches wie Lychees, habe ich gelesen. Okay. Kenne ich jetzt nicht, aber okay. In China hat man früher gesagt, das Zeug wäre potenzsteigernd, ist aber alles, was man in China aus Pflanzen herstellt, glaube ich. Beurteilen wir danach im Trinken, würde ich sagen. Na, das mit der Potenz müssen wir jetzt nicht beurteilen, denke ich. Ist nicht Gegenstand von unserem Blog, Leute. Deswegen, ja, tut uns leid. Kostet extra. Wir haben nicht der richtige Kanal dafür. Boah, die Aromen sind schon gewaltig. Voll Zitronik. Oder? Aber auch ein bisschen fruchtig, muss ich sagen. Bei der Zitrusnoten. Und im Glas ist er gar nicht mehr so hart, wie die Flasche aussieht mit dem Nietenband und dem Union Jack und alles schwarz und Bulldog und ja. Aber ziemlich smooth in der Nase. Mhm. Sehr selten, dass ich mal Gin so pur trinke. Ich bin generell nicht so. Macht man auch nicht. Ich bin generell nicht so ein starker Gin-Trinker, muss ich sagen. Eher im Sommer. Also ist für mich ganz klar ein Sommergetränk. Gin ist natürlich die letzten Jahre ein Riesending geworden. Was es an Sorten und Untersorten und Untersorten gibt, das ist Wahnsinn. Die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, hat Gin wirklich sehr stark zugelegt, glaube ich, im Gegensatz zu Whisky. Ich selbst habe es auch gewonnen im Sommer, so mal Gin Tonic oder was auch immer man gerne reinkippen möchte, klar. Manche Leute sehen es als Sünde, was anderes als Tonic Water reinzukippen, aber ich weiß nicht, entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. Man kann auch gute Cocktails draus machen.
Beim Bulldog ist da ein bisschen das Problem, dass oft der Geschmack des Gins untergeht und er dann nur als, ich nenne es jetzt mal Trägerstoff, funktioniert. Aber trotzdem. Ich mag's. Genau, pur würde ich ihn jetzt nicht zum Genießen trinken. Naja, aber wer trinkt jetzt schon pur? Also ich weiß nicht, ganz am Anfang, wo ich es nicht besser wusste, habe ich auch ab und an mal Gin pur getrunken. Aber ich muss sagen, nicht so meins. Also nee. Mit Tonic Water ist da definitiv, vor allem, es gibt ja mittlerweile eine riesige Bandbreite an Tonic-Sorten. Genau, und es gibt auch einen riesen Markt für beispielsweise solche Kräuter, Pfeffersorten, die man da dann reinmachen kann. Nochmal zusätzlich ein bisschen Geschmack reingeben. Das ist echt verrückt. Was ist das alles? Das steht hier drauf. Kardamom. Das ist echt ein super tolles Geschenk für Gin-Liebhaber. Ich habe es auch selbst als Geschenk gekauft. Aber jetzt müssen wir es halt leider für heute vergewaltigen. Deswegen, das ist von Haubensack und Söhne. Ich finde, ist ein richtig tolles Geschenk. Auch in diesen Glasfiolen. Super gut. Richtig qualitativ hochwertig. Ich will mal sagen, wir machen jetzt erstmal noch unsere Gläschen leer. Und da wir jetzt ja, wie schon gesagt, den Gin nicht nur pur trinken wollen, tasten wir den jetzt auch gleich mit normalem Tonic Water. Wir haben uns jetzt entschieden, Thomas Henry Tonic Water zu nehmen. Das ganz klassische. Wir haben uns jetzt halt gedacht, es ist vielleicht einfach ein bisschen besser, den Gin mit normalem Tonic Water zu trinken, als es gibt ja auch, Russian Wildberry gibt es von einem Hersteller und alles mögliche, aber ich dachte vielleicht das Classic ist ein bisschen besser. Am besten eignet sich Fentimans Tonic Water für den Bulldog. Das harmoniert ziemlich gut, da sowohl im Bulldog Gin als auch in diesem Tonic Water eben die Zitrusnoten dominieren. Passt gut, aber Thomas Henry ist da relativ neutral. Das passt eigentlich zu jedem Gin, daher. Ist tatsächlich mein Lieblings-Tonic Water. Ich mag diesen bitteren Beigeschmack von Tonic Water nicht so gern. Genau, deshalb nicht so unbedingt Schweppes. Auch immer man das ausspricht, ist mir auch gefallen. Schweppes? Da werden wir wieder beim Jamison-Video. Jamison. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare oder sprecht es in die Kommentare oder macht, was ihr wollt. Er macht ein eigenes Video und postet es unter die Kommentare, falls es geht. Nein, macht das nicht. Wir haben keine Konkurrenz. nur The Barrel Club ist The Barrel Club. Und dann sind bärmliche Nachmacher. Die Institution, wenn es darum geht, über Fusel zu labern. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal in die Offensive und... Und er guckt jetzt einmal weg. Ey. Okay. Oh, Scheiße. Wir wechseln die Gläser. Oh, da ist noch was drin. Oh. Aber über mich mehr gar nicht. Ja, nicht verschwenden. Wenigstens nix. Nicht verschwenden, ich hab's leer getrunken. Okay, ja. Ist alles bezahlt. Okay, ja, ich hab's bezahlt. Sei ruhig. Ja, das ist richtig. Macht aber nix, der ist nicht teuer. Der kostet 18,50 Euro normalerweise im handelsüblichen Supermarkt. Also, ja, machst du nix falsch. Klar, preislich gibt's günstigere Gins, aber... Einen gewissen Standard, denke ich, sollte man sowohl bei Gin als auch bei Whisky definitiv halten. Auch wenn ich nicht so der Freund bin, allzu hochpreisige Gins mir zu gönnen. Was haben wir hier? Hibiskusblüte. Ja, das ist oft auch eine Basis beim Gin. Nicht so oft wie Wacholder, aber das waren aber viele. Wir wollen ja nicht geizen. Super toll gemacht, ist echt richtig cool. Ja, sich ganz klar ein paar Props rausgehen lassen.
Also nicht was Rosa, Pfeffer. Ah ja, klar. Ich weiß jetzt sogar gar nicht, ob man den jetzt zerstampfen muss. Ja, dann sollte man, aber... Aber da hast du doch die ganzen Fusseln da im Getränk. Ich habe jetzt auch schon Fusseln im Getränk, dankeschön. Das sind aber wertvolle Fusseln. Ui, die waren teuer. Ja, aber an sie, also... Die Jungs lassen sich... Welche? Nein. Ja, mit einem Messer wäre es leichter, ist aber nicht schlimm. So. Wir haben ja hier schließlich keinen Cocktailblock, deswegen die Bulldog Gin lassen wir es alles spartanisch und rough angehen hier. Genau, genau. Wenn ihr mal was über Cocktails aber sehen wollt, sagt's uns. Der Kunde ist König, ihr wisst ja, schreibt's in die Kommentare, fertig, dann geht das. Oder schaut in unseren Facebook-Kanal rein, da posten wir ab und an mal ein paar coole Rezepte, die wir selber ausprobiert haben und die uns auch schmecken. Wir können uns jetzt hier alles nicht im Video jetzt machen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Bitte verzeiht uns. Was sagt dein Gaumen? Es schmeckt nach Hibiskus. Nein, tut's überhaupt nicht. Passt gut. Wie gesagt, gute Mischung. Es ist Tonic Water. Der Gin. Ja. Klassisch. Gut. Einwandfrei. Ich finde, dadurch, dass er nicht so prominent schmeckt mit dem Tonic Water, ist es hat für Leute, die jetzt nicht so auf ganz starke Aromen stehen, eine super Lösung. Ich habe auch schon Gins getrunken, da war es mir dann zu viel. Da hat das Tonic Water die starken Gewürze einfach nicht überdeckt. Deswegen sage ich, ist es ein sehr stabiler, normal Trinker Gin. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, wäre es jetzt ein bisschen schwererer, süßlicherer Gin, würde sich Schweppes gut eignen. Das ist etwas bitterer, das überdeckt ein bisschen mehr. Ja, gerade mit Wildberry, weil durch die Süße, wenn man ganz starke, stark aromatische Gin-Sorten hat, die einen richtig geilen Geschmack haben, wohlgemerkt. Mag es ein bisschen süßlicher, dann finde ich einfach, wenn man das so, ich sag mal, zwei Drittel zu einem Drittel Mix mit Wildberry, mit Eis, ein bisschen Gurke, wer es mag. Aber ich mag auch gern Gurke drin. Gurke vergessen. Oh Scheiße, da ist sie. Perfekt. Er hat die Gurke vergessen. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, wo die rumliegt. Hab's nicht gesehen. Sorry, war meine Schuld. Ich wollte ein bisschen dekorieren. Machst du auch Gurke rein? Nein, aber fürs Video machen wir das jetzt. Alles für die Show. Auch wenn die Kamera aus ist, versprochen ich das trotzdem. Ich mache dir sogar zwei rein. Danke. Weil du es sogar magst. Liebe Gurke. Gurke gehört in den Gin. Okay. Ich mag den Geruch von der Gurke. Das macht es irgendwie so erfrischend. Das ist für den Sommer einfach perfekt, Leute. Wir verlegen wir gerade keine Antwort rein, die mir auf YouTube leiten sollte. Also wirklich an. Ich finde es aber von der Farbe, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich finde es aber toll, wie durch die Hibiskusblätter, wie er diese rote Färbung kriegt. Das finde ich einfach super. Das macht es wirklich aus. Ich gerade eins im Mund. Deswegen ist, ich sag mal so, die. Ich mag es wirklich nur im Sommer. Weil jetzt bei uns hier im Studio ist es gerade echt verdammt kalt. Und gerade läuft es mir nicht so gut rein, weil jetzt hätte ich eher lieber mehr Lust auf einen Whisky, weil mich das eher mehr von innen wärmt. Mhm. Aber trotzdem genieße ich es. Was sagst du? Ja, kein Problem, alles gut, schmeckt, läuft rein. Aber du hast recht, ich freue mich auf die nächsten beiden Videos, die wir drehen. Ich habe gerade ein Hibiskusblatt zerkaut. Das hättest du wahrscheinlich nicht tun sollen. Stirbt man davon? Ja. In Kürze gibt es dann ein Video nur noch mit mir, weil er wird leider an einer Hibiskusblüte vergiftet. Ja. Schade, ich verabschiede mich in allen Ehren. Ist leider für mich, ist hier Barrel Club beendet. Weil ich ein tatsächlich sehr wohlschmeckendes Hibiskusblatt gerade kauen musste. Ich wollte es aber nicht ins Glas spucken. Schmeckt gut. Weil, soll ja jugendfrei bleiben, ne? Ja, und eklig soll es auch nicht sein, hatten wir mal am Anfang gesagt. Ja, mal schauen, wie lange wir uns noch daran halten. Ihr werdet auf jeden Fall
die ersten Zeichen, die es mitbekommen. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video, hoffen wir. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat's gefallen, hat's dir gefallen? Mir hat's gefallen, du bist ein guter Gastgeber gewesen und jetzt machen wir weiter mit dem Dreh fürs nächste Video. Das nächste Mal seht ihr nämlich den 12-jährigen Apple-Würmer. Seid gespannt und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, wir denken an euch. Ciao, ciao. Tschüss.